Der Weg ist Vergebung, der Lehrer ist Jesus und das Resultat ist eine Erfahrung von Sicherheit, Schönheit und Frieden, die zu beschreiben, dir die Worte fehlen. Klick einfach auf den Button Abonnieren und die Glocke neben diesem Button, um sofort über neue Videos informiert zu werden. Die unermessliche Liebe, die in mir wohnt, nehme ich tief in mich auf. Diese unwandelbare Liebe ist meine Heimat. Das sehe ich nun klar. Ich habe sie nie verlassen und sie hat mich nie verlassen. Ich bin immer hier und jetzt und sie ist immer hier und jetzt. Göttliche Liebe strahlt in meinem Herzen. Es ruht in dir, Gott. So lebe ich jetzt in Übereinstimmung mit der göttlichen Liebe und das ist gut. Daher ein herzliches Willkommen zu dieser Lektion 16, die wir uns heute anschauen. Da wir niemals von der Liebe getrennt sein können, können wir Liebe auch nicht hinkriegen. Also du kannst Liebe nicht produzieren. Jeder Gedanke, wie du liebevoll sein könntest, wäre dein eigener Gedanke, der viel zu langsam für das ist, was Liebe ist. Denn Liebe ist schon da, Liebe ist schon, was du bist. Was verspreche ich mir von meinen Gedanken? Ja, verspreche ich mir davon, dass ich sie einfach so denken kann, um Unterhaltung zu haben und sagen können, ja, ich bin nicht alleine, ich habe all diese Gedanken. Ich scheine irgendwie gut unterhalten zu sein. Aber wenn wir uns anschauen, was Lektion 16 uns sagt, ist, dass keine neutralen Gedanken möglich sind, sondern du durch dein Denken das Universum in jedem Moment lehrst mit deinen Gedanken, dass es keine privaten Gedanken gibt, dazu kommen wir noch, aber dass dein Denken immer Form auf irgendeiner Ebene hervorbringt und daher du unmöglich neutrale Gedanken haben könntest. Ja, wenn wir uns das so anschauen, jeder läuft so durch seinen Tag und jeder denkt so irgendwas, wir könnten uns unterhalten und du denkst was und ich denk was und wir würden nichts davon mitkriegen. So ist unsere Auffassung von unseren Gedanken. Aber wenn du, genauso wie ich, in jedem Moment, in diesem Moment, uns lehren, was wir denken und das Universum lehren, was wir denken, dann kann man nicht sagen, dass das einfach nur so ein neutrales Dahingedenke ist, sondern es ist sehr effektiv. Es bringt Form auf irgendeiner Ebene hervor, die zwar nicht wirklich sind, aber von denen wir glauben, dass sie Realität besitzen. Und so laufen wir mit unserer Konditionierung oder so laufen wir mit unserem Meisterstück des Lehrens und Lernens durch die Gegend und sagen, ah, guck mal da, genau, habe ich mir genau gedacht. Genau so passt das in mein Schema. Aha, da ist XYZ, der macht das und das. Hier passiert dies und jenes. Da ist Corona, Infektionszahlen gehen hoch. Aha, alles einsortiert. Wer bin ich? Was sind meine Aussichten da drinne? Okay, vielleicht gibt es weniger Geld irgendwie als Einnahme oder ich werde runtergesetzt in Heimarbeit oder was auch immer. Oder verliere meinen Job. Vielleicht gewinne ich auch was, weil ich in einer guten Position bin, um daraus Profit zu schlagen. Wie auch immer du dich reflektierst da drin, wie auch immer ich mich darin reflektiere, ich lehre mich in jedem Moment diese Gedanken und laufe mit diesem Filter durch meinen eigenen Traum und tue so, als wäre dieser Traum außerhalb von mir und eine reale Welt. Aber damit ist jetzt Schluss, zumindest in der Form, dass wir sagen können, wir hinterfragen das jetzt. Wir sind sogar bis hierher gekommen, weil wir es schon hinterfragt haben und jetzt nach einem konkreten Mittel Ausschau gehalten haben, mit dem wir das Bildermachen einstellen können, um zu dem zu erwachen, was wir gegenwärtig sind. Und dazu lese ich dir Lektion 16 vor aus Ein Kurs im Wundern, in dieser Form erschienen im Greuthof Verlag, beziehbar unter greuthof.de, unter Amazon natürlich und allen bekannten Buchhändlern. Wenn dir das zu teuer ist, das sind 60 Euro, du findest gebrauchte Kurse zum Beispiel bei Booklooker oder bei Medimobs oder einfach mal eingeben. Ein Kurs im Wundern gebraucht. Da findest du sicherlich was. Ansonsten, die Lektionen sind komplett kostenlos auf lektionen.acim.org zu finden. Und es gibt auch zwei Apps,
zu Ein Kurs in Wundern auf Deutsch, die du dir runterladen kannst. Lektion 16. Ich habe keine neutralen Gedanken. Der heutige Leitgedanke ist ein erster Schritt in der Auflösung der Überzeugung, deine Gedanken hätten keine Wirkung. Du bist immer noch schöpferisch, auch wenn du dein schöpferisches Potenzial bis auf Null versuchst runterzufahren, indem du im Nebel des Traumes glaubst zu leben, im Nebel deiner eigenen Gedanken, hat es immer noch eine Wirkung. Auch dein Unterbewusstes hat schöpferisches Potenzial. Alles, was du siehst, ist das Ergebnis deiner Gedanken. Es gibt keine Ausnahme von dieser Tatsache. Gedanken sind nicht groß oder klein, mächtig oder schwach. Sie sind lediglich wahr oder falsch. Diejenigen, die wahr sind, erschaffen ihr eigenes Ebenbild. Diejenigen, die falsch sind, bringen das ihre hervor. Ja, das ist das hier. Nichts hier ist wahr, denn alles verändert sich und nichts Wirkliches kann sich wirklich verändern. Es gibt keine Vorstellung, die sich selbst mehr widersprechen würde als die der nichtigen Gedanken. Und wenn du deinen Schatz das nächste Mal fragst, hey Schatz, was denkst du gerade so? Und dein Schatz sagt, ach, nichts Wichtiges. Dann kannst du jetzt mit Lektion 16 kommen und sagen, ja, aber hier im Kurs im Wundern steht, dass es keine neutralen Gedanken gibt. Also was auch immer du gerade gedacht hast, es hat Wirkung auf irgendeiner Ebene der Illusion oder der Schöpfung. Und mal gucken, wie die Reaktion ist. Übrigens, kleiner Nebentipp für die, die neu sind mit einem Kurs im Wundern und begeistert sind. Du kannst das hier gerne teilen, dass du das gefunden hast und dich das anspricht, aber versuch niemanden davon zu überzeugen, das kommt immer schlecht. Die wenigsten haben damit Erfolg. Jahrelange Erfahrung, wendet euer Geistestraining an, das hilft am besten. Denn da wird das Tor für Liebe wieder geöffnet und für Urteilsfreiheit und das kommuniziert sich. Also, Schatz, was denkst du so? Es gibt keine nichtigen Gedanken. Was die Wahrnehmung einer ganzen Welt entstehen lässt, kann man kaum nichtig nennen. Jeder deiner Gedanken trägt zur Wahrheit oder Illusion bei. Entweder dehnt er die Wahrheit aus oder er vervielfacht die Illusionen. Du kannst in der Tat das Nichts vervielfachen, aber dadurch wirst du es nicht ausdehnen. Ein Beispiel, wie man das schön halb abstrakt darstellen kann, ist das Mandelbrot-Set oder die sakrale Geometrie, in der man durch Computersimulation einfach in unglaubliche Tiefen einer mathematischen Formel eintauchen kann, auf grafische Art und Weise. Und das wiederholt sich immer mehr. Es gibt selbstähnliche Bilder da drin. Es hat Attraktivität, weil wir denken, ah ja, das ist Schöpfung, das könnte Schöpfung sein. Aber alles, was innerhalb von Wahrnehmung passiert, ist nicht Schöpfung. Es ist der Traum. Und der Versuch im Traum, in der Ausdehnung des Nichts, in der Trennung einfach zufrieden zu sein. Zufrieden zu sein in der Vervielfältigung des Lichts. In der Vervielfältigung des Lichts. In der Vervielfältigung des Nichts. Und wir sind hier, um das Licht auszudehnen. Das ist deine wahre Funktion. Du kannst in der Tat das Nichts vervielfachen, aber dadurch wirst du es nicht ausdehnen. Außer deiner Einsicht, dass Gedanken niemals nichtig sind, verlangt die Erlösung, dass du auch einsiehst, dass jeder deiner Gedanken entweder Frieden oder Krieg, entweder Liebe oder Angst bringt. Die zwei Emotionen. Mehr Denksysteme haben wir nicht zur Auswahl. Entweder ist es das liebevolle Denksystem des Heiligen Geistes, das du verwendest, oder das Denksystem von Trennung und von Angst und von Schuld. Ein neutrales Ergebnis ist unmöglich, weil ein neutraler Gedanke unmöglich ist. Die Versuchung, Gedanken der Angst als unwichtig, trivial und als keiner weiteren Beachtung wert abzutun, ist so groß, dass es für dich grundlegend wichtig ist, sie alle als gleichermaßen zerstörerisch, aber auch als gleichermaßen unwirklich zu begreifen. Okay, also du kannst zerstörerisch denken und natürlich auch die Wirkung von deinen zerstörerischen Gedanken zu erfahren. Wir nennen das einen Groll oder Groll hegen, aber es ist nicht wirklich. Du siehst etwas, was du in Fieberträumen träumst. Es ist etwas, was du in Fieberträumen halluzinierst und glaubst, du hast damit recht und deine Version der Wirklichkeit stimmt. Da wir jetzt auf einem Kurs von Ehrlichkeit sind und dort ehrlich sind, wo Ehrlichkeit hingehört, nämlich auf Ebene der Gedanken, dann können wir uns selbst auf die Spur kommen. Und Jesus sagt gleich noch, das ist vielleicht ungewohnt, aber bleib trotzdem dran. Wir werden diesen Leitgedanken in vielen Formen üben, bevor du ihn wirklich verstehst.
Erforsche beim Anwenden des heutigen Leitgedankens deinen Geist etwa eine Minute lang mit geschlossenen Augen und bemühe dich aktiv, keinen vermeintlich kleinen Gedanken zu übersehen, der möglicherweise dazu neigt, sich der Erforschung zu entziehen. Das ist recht schwierig, bis du dich daran gewöhnt hast. Du wirst feststellen, dass es dir noch immer schwerfällt, keine künstlichen Unterscheidungen zu treffen. Jeder Gedanke, der dir einfällt, der Eigenschaften ungeachtet, die du ihm zuschreibst, eignet sich für die Anwendung des heutigen Leitgedankens. Irgendein Gedanke könnte hervorstechen, zum Beispiel: Ah, ich mache mir Sorgen um die Miete nächsten Monat oder die Steuern, die jetzt anstehen. Und der Gedanke über, na, ich glaube, ich müsste mal wieder die Gardine bügeln, der scheint nicht so wichtig zu sein. Oder, wieso ist da eigentlich ein Fussel? Oder was auch immer an banalen Gedanken durch deinen Geist gehen könnte. Jeder dieser Gedanken ist kein neutraler Gedanke. Wiederhole in den Übungszeiten zunächst den Leitgedanken für dich, und während dann ein Gedanke nach dem anderen vor dein geistiges Auge tritt, halte ihn einen Augenblick lang im Bewusstsein fest, während du dir sagst: Dieser Gedanke über, hier ist eine Lücke und füll sie aus, ist kein neutraler Gedanke. Jener Gedanke über, Lücke, ausfüllen, ist kein neutraler Gedanke. Benutze wie üblich den heutigen Leitgedanken auch, wann immer du eines bestimmten Gedankens gewahr bist, der Unbehagen hervorruft. Zu diesem Zweck wird folgende Form vorgeschlagen: Dieser Gedanke, Lücke, ausfüllen, ist kein neutraler Gedanke, weil ich keine neutralen Gedanken habe. Es werden 4 oder 5 Übungszeiten empfohlen, wenn du sie als einigermaßen mühelos empfindest. Wenn Anstrengung damit verbunden ist, reichen 3 aus. Wieder der Fokus darauf: Setz dich nicht unter Druck. Ja, sei sanft mit dir. Die Dauer der Übung sollte ebenfalls verkürzt werden, wenn Unbehagen auftritt. Danke für diesen gesegneten Moment, den wir zusammen verbringen, in der Erinnerung an den gegenwärtigen Himmel. Und in diesem Geistestraining werden wir einfach nur daran erinnert, dass das Training wirklich einem Zweck dient, und der Zweck ist eine gegenwärtige, universelle Erfahrung von Kommunikation, in die du eintrittst, wenn du dir selbst und deinem Bruder vergibst. Also Vergebung ist nicht das trockene Brot, mit dem wir hier bei Stange gehalten werden, sondern es ist eine mächtige Entscheidung für Vergebung. Meinem Bruder seine Fehlbarkeiten und seine schlechten Taten sozusagen zu vergeben, die ich in ihm sehe. Denn ich sehe es in ihm und ich mache aus ihm einen Körper. Und da niemand von uns ein Körper ist, sondern wir hier einfach eingeladen sind in eine breitere Reflexion durch einen Kurs in Wundern, durch unterschiedlichste thematische Zugänge und Reflexionen über unseren Urteilsmechanismus und Schuldglaubmechanismus und Unglaube über die Wahrheit zu reflektieren, haben wir einfach ein großes Netz ausgeworfen von außerhalb von Raum und Zeit, damit wir uns einfangen lassen, damit der träumende Geist sich einfangen lässt. Und du hast dich einfangen lassen. Mit anderen Worten, du hast auf den Ruf gehört. Wenn du so möchtest, sind wir in einer Art Linie, und die Linie würde dich immer auf jetzt hinweisen. Und der Hinweis wäre, du hast dich aus einer christlichen Idee einfangen lassen, um zu erkennen, dass der Christus du selber bist, dass du die Schau verwendest, in der der Christus als du selbst auftauchen kann. Und du erkennst: Wow, ich trete in Erscheinung. Ich trete in Erscheinung als das, was ich bin. Ich repräsentiere mich selbst, um mich an meinen Früchten zu erkennen. Und diese Früchte sind deshalb erkennbar, weil sie in meinem Geist nicht blockiert werden durch neutrale Gedanken, vermeintlich neutrale Gedanken. Die Idee von neutralen Gedanken bietet mir nichts Attraktives an. Ganz im Gegenteil, wenn meine Gedanken immer die Wahrheit ausdehnen, das Licht ausdehnen oder das Licht verschleiern, dann schließe ich mich den Gedanken an, gegenwärtig, in der gegenwärtigen Kommunikation,
die das Licht in meinem Geist klarer zum Vorschein kommen lassen. Mich kümmert es dabei nicht so sehr, dass deine Welt zu sein scheint, dass deine Kamera zu sein scheint, ein Bildschirm zu sein scheint, dass wir Körper verwenden, um das hier zu kommunizieren. Denn das, was beginnt zu sehen, ist eindeutig nicht das hier. Das, was beginnt zu hören, ist eindeutig nicht das hier, sondern es ist die Stimme für Gott, die in uns zugelassen wird, die wir erlaubt haben, zu welchem großen oder geringen Maße auch immer, spielt keine Rolle. Denn gegenwärtig hören wir zusammen. Und das, was du hörst, teilst du mit allen. Denn das hier zu hören, kann unmöglich alleine gehört werden, alleine in Isolation. Es kann nur als einer gehört werden, der du bist, denn es spricht von Einheit des Himmelreichs. Und dazu werden wir immer überrascht, obwohl es uns sehr vertraut ist. In Zeit ist uns das nicht vertraut, aber wir tasten uns langsam wieder an unser angestammtes gegenwärtiges Zuhause heran. Hier ist dein Platz und du hast ihn eingenommen. Und ich danke dir für deine Kommunikation, die hier am Altar für Gott und deinem inneren Altar, in der Beziehung, in der wir uns unsere Fehlprojektionen vergeben durch den Heiligen Geist und in Einheit mit dem Heiligen Geist. Und wir einfach sagen können, ich bin unglaublich froh, dass ich dich gefunden habe. Ich bin unglaublich froh, dass du da bist, weil du mit mir als der eine erschaffen wurdest. Und dafür danke ich dir. Wir sehen uns in diesem heiligen Augenblick, zu dem wir immer wiederkehren werden, bis die Erlösung vollbracht ist. Hallo, wir kennen uns. Es freut mich sehr, dich wiederzutreffen. Und Gott segne dich. Gott segne dich in deinem Versuch, die Kleinheit zu überwinden, die unmöglich überwindbar scheint, in der kleinen Situation, in der du vermeintlich bist, weil es nicht als kleine Situation erkannt wird, sondern als etwas Großes. Und da können wir einfach nur sagen, ich brauche hier Hilfe. Ich brauche einfach nur eine neue Perspektive im Licht und wir können hier schallend lachen. Ich danke dir. Danke, danke, danke. Wir sehen uns jetzt.